Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 222. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du durch Jesus zu uns gesprochen hast und immer noch sprichst. Danke, dass Jesus uns erklärt hat, wie du denkst. Und dass wenn wir dein Wort... Erklärt durch den Heiligen Geist lesen oder forschen und studieren, dass wir dich, den König des Universums, kennenlernen dürfen. Dank, lieber Vater. Ich habe Dank, dass du jetzt gegenwärtig sein möchtest. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 5. Mose Kapitel 19 und es geht um die Zufluchtsstädte. Vers 6. Damit nicht der Blutrecher dem Totschläger nachjagt, weil sein Herz erregt ist und ihn ergreift, weil der Weg so weit ist und ihn totschlägt, obwohl er kein Todesurteil verdient hat, weil er zuvor keinen Hass gegen ihn gehabt hat. Darum gebete ich dir dies: Du sollst dir drei Städte aussondern. Und wenn der Herr dein Gott deine Grenzen erweitern wird, wie er es deinen Vätern geschworen hat, und das ganze Land gibt, das er deinen Vätern zu geben, weißen hat, wenn du nämlich darauf achtest, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute gebiete, dass du den Herrn deinen Gott liebst und alle Zeit in seinen Wegen wandelst, so sollst du dir noch drei weitere Städte zu diesen hinzufügen, diesen drei hinzufügen, damit nicht mitten in deinem Land, das der Herr dein Gott dir zum Erbe gibt, unschuldiges Blut vergossen wird, und Blutschuld auf dich kommt. Hier finden wir ein interessantes Prinzip, wenn das Werk Gottes sich ausbreitet. Weil durch Treue und Liebe zu Gott, Gott segnen kann. Und wenn dann das Werk größer wird, als es zu der Zeit überschaubar gewesen ist, wenn es größer wird, dann müssen sich auch gewisse Strukturen anpassen. Gott macht hier sehr deutlich, dass zu dem Zeitpunkt des Einmarsches in Kanan drei Zufluchtsstädte ausgereicht haben. Aber wenn das Land größer werden würde durch weitere Eroberungen, dann würden drei Zufluchtsschritte nicht mehr ausreichen. Dann müsste man sich anpassen, das gleiche Prinzip anwenden, das dieser Zahl drei zugrunde lag, nämlich einen, einen gleichen Weg aus allen Teilen des Landes jetzt auf die neuen Situationen ähm, angewandt. Auch wir müssen lernen, in dem Wachstum des Werkes Gottes auf neue Situationen auch angemessen zu reagieren und die Prinzipien zu verstehen, die wir dann anwenden dürfen in den neuartigen Situationen. Wenn aber jemand seinen Nächsten hasst und ihm auflauert und sich über ihn hermacht und ihn erschlägt, sodass er stirbt und er flieht in eine dieser Städte, so sollen die Ältesten seiner Stadt hinschicken und ihn von dort holen lassen und ihn in die Hand des Blutrechers übergeben, damit er stirbt. Die Zufluchtsstädte sollten nicht missbraucht werden für kaltblütigen Mord. Du sollst sie nicht verschonen, sondern du sollst das unschuldige Blut aus Israel wegtun. So wird es dir gut gehen. Du sollst die Grenze deines Nächsten nicht verrücken, welche die Vorfahren in deinem Erbteil gesetzt haben, dass du in dem Land erben wirst, das dir der Herr, dein Gott zum Besitz geben will. Die Grenzen, die gesetzt sind, sollen nicht verrückt werden. Das gilt auch für die Grenzen, die Gott setzt. Das gilt auch für die Lehren, die unsere Vorväter im Glauben aus der Bibel herausgefunden haben, die biblisch und durch Inspiration bestätigt worden sind. Die sollen nicht verrückt werden. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Wenn aber ein falscher Zeuge gegen jemand auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die Männer, die Streit miteinander haben, vor den Herrn vor die Priester und Richter treten, die zu jener Zeit im Amt sein werden. Und die Richter sollen es genau erforschen, stellt es sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, was ja im neunten Gebot explizit verboten ist. So sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. Auch das letztlich ein Prinzip, das wir in der Bibel immer wieder finden und auch in gewisser Weise sich aus der goldenen Regel aus Matthäus. Ableitet. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr solche böse Taten in deiner Mitte verüben. Es ging also auch um das Prinzip der Abschreckung. Du sollst ihn nicht verschonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Das, was jemand anderem an Schaden zufügen wollte, das muss ihm bewusst sein, wird ihm selbst geschehen. Wer andere schädigen will, der muss damit rechnen, selbst Schaden zu erleiden. Wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und Rosse und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, ist mit dir. Wenn wir Probleme sehen in unserem Leben, die größer sind, als wir es überblicken können, lasst uns keine Angst haben, denn Gott, der mich und dich erlöst hat am Kreuz von Golgatha, der ist mit uns. Wenn es nun zur Schlacht kommt, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden und er soll zu ihm sagen: Höre Israel. Dasselbe Höre Israel, das wir auch in 5. Mose 4 und 5 und 6 so oft getroffen haben. Ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde, euer Herz verzage nicht. Auch Jesus sagt, dass unser Herz nicht erschrecken soll in Johannes 14, angesichts der Endzeit, die so groß ist, dass man vielleicht Angst kriegen könnte. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Ihr könnt in Jesaja 12 einen Vers finden, der diese Idee in, in poetischer Form ausdrückt. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Gott ist mit uns, weil er uns helfen möchte. Und die Vorsteher sollen mit dem Volk reden und sagen, ist ein Mann unter euch, der neues Haus gebaut und es noch nicht eingeweiht hat. Er gehe hin und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer es einweiht. Ist ein Mann unter euch, der einen Weinberg pflanzt und ihn noch nicht, nie abgelesen hat? Er gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer die erste Lese hält. Ist ein Mann unter euch, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht heimgeführt hat? Er gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer sie heimführt. Der Priester sollte solchen Mut machen, solch ein Vertrauen dem Volk Gottes geben in der Schlacht. Dass man sogar auf einige Soldaten verzichten konnte, weil ja Gott mit uns ist. Das ist die Idee. Wenn Gott mit uns ist, muss man nicht jeden Einzelnen zusammenkratzen und hoffen, dass es irgendwie reicht. Wenn man weiß, dass Gott mit uns ist, dann kann man sogar solche Regelungen treffen, wie sie hier stehen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir wissen dürfen, dass du an unserer Seite kämpfen möchtest. Schenk du uns festes Vertrauen zu dir dass wir uns nicht fürchten vor den Problemen in unserem Leben oder auch in dieser Welt, sondern dass wir wissen dürfen, dass unser Priester im himmlischen Heiligtum für uns da ist, dass er uns trösten und stärken möchte und Vertrauen schenken möchte. Dafür danken wir in seinem Namen. Amen.